Hallo liebe Leute und willkommen bei MeImproved. Heute fange ich mal mit einer kleinen Geschichte an. Wenn ich mit meinem Vater schwimmen war, dann war das oft so, dass als ich noch nicht schwimmen konnte, vor allen Dingen, bin ich einfach auf seinem Rücken geritten. Also wir sind dann quasi über den See geschwommen und so, also ziemlich weit raus. Und das, was mein Vater dann regelmäßig gemacht hat, war Tauchen. Das heißt, irgendwie hat er es dann angekündigt, sagte Sascha, es ist soweit, dann hat er mich so genommen und auch so gepackt, also so, dass ich im Grunde mich nicht gut bewegen konnte. Und ich wusste schon, was kommt. Ich wusste, es kommt wieder mal was Schreckliches. Dann hat mein Vater langsam bis drei gezählt und ich wusste, die Körper wegen, also eins, zwei, drei und schon waren wir untergetaucht. Also nicht tief, also glaube ich nicht tief. Und so in meiner Erinnerung war das immer ein bisschen zu viel. Also es war nicht in dem Sinne fordernd, sondern immer so leicht, also ganz leicht überfordernd. Also ich wusste, okay, bis zum geht nicht mehr. Ich hatte in meinem Kopf, also ich habe mir mal vorgestellt, dass mein Vater irgendwie bis zu irgendeiner Zahl zählt. Ich wusste nicht, bis wohin er zählt. Also konnte es unter Wasser natürlich auch nicht hören. Und dann sind wir aufgetaucht. Und das war zumindest jedes Mal war es ein bisschen schrecklich. Also ein bisschen schrecklich, so wie man als Kind so viele Sachen schrecklich findet, die im Nachhinein eigentlich gar nicht so schrecklich sind. Warum erzähle ich das? Es gibt zwei Formen oder zwei Arten, wie man wächst. Das eine ist eine sehr bekannte Art und auch im Grunde sehr beliebte Art. Das könnte man das Prinzip der langsamen Progression eben nennen. Das heißt, am Beispiel der Kniebeuge, man fängt erstmal nur mit Stange an zu beugen, bis man die Technik drauf hat, also zumindest die Technik nur mit Stange, beginnt dann allmählich zu steigern. 2,5 Kilo pro Seite, also 5 Kilo pro Woche. Und dann ist man flugs bei einem ansehnlichen Gewicht. Der Körper passt sich an und so weiter. Dieses Prinzip verwendet man in den allermeisten Dingen, wo man sich irgendwo verändern will. So auch im Grunde im Bereich der zum Beispiel des Lebenswandels. Also da beginnt man eben damit, einige oder nur eine Gewohnheit zu ändern, das eben zu üben, das anders zu machen, also was man eben ändern möchte, und dann beginnt man mit der nächsten Sache. Oder Meditation, man fängt nicht an, sich 10 Stunden lang vor eine Wand zu setzen, sondern man fängt vielleicht zum Beispiel damit an, einfach nur 10 Minuten zu sitzen. Also einfach nur das Sitzen selbst üben und es auszuhalten, dass man einfach nur an Ort und Stelle sitzt und überhaupt nichts macht. Und daneben gibt es aber eine andere Methode, nicht Methode, das ist ein bisschen falsch, also eine andere Möglichkeit des Wachstums. Und das könnte man im Grunde einen Schock nennen. Das sind zum Beispiel einschneidende Ereignisse. Also wenn man zum Beispiel das erste Mal, also wenn man einfach von zu Hause ausgezogen ist und zu Hause relativ wenig Pflichten hatte, auf einmal ist alles ganz anders. Man zieht vielleicht sogar in eine neue Stadt, muss sich ganz neu orientieren oder so, das ist eine große Aufgabe und auch daran wächst man, aber man wächst auch durch den Schock selbst. Das ist im Grunde, oder solche Schocks haben die Möglichkeit oder haben den Effekt, dass sie im Grunde das System ziemlich, also bis in die Wurzeln hinein dann eben stören, aufrütteln und dem Körper, der Psyche eben die Gelegenheit geben, sich wieder neu zu ordnen. Und das kann man eben auf verschiedene Weise machen. Man kann sich das als Übung zunutze machen. Eine mögliche Übung, zum Beispiel in Sachen Konzentration, als mentale Übung ist es, dass man haut sich Ohrenstöpsel rein und geht dann für 6 Stunden ohne etwas anderes zu machen. Einfach nur gehen. Man kann also im Optimalfall durch die Natur. Und im Suboptimalfall geht man dann eben nicht durch die Natur, aber dann im Kreis, also so, dass man nicht
jetzt durch ständige wechselnde Dinge halt stimuliert wird. Also das würde jetzt auch nicht zählen, wenn man zum Beispiel eine Bergwanderung macht und die ganze Zeit die Berge bewundert oder irgendwie sowas. Aber es geht schon um die Monotonie. Und das kann man dann eben verwenden, wenn man Probleme hat. Also es ist auch immer relativ. Also andere Leute können das auch einfach, also sie können das einfach so machen. Für andere Leute wären vielleicht auch 4 Stunden ziemlich viel. Und das kann man zum Beispiel auch also im Bereich der Bewegung benutzen, also zum Beispiel beim Training. Das heißt, wenn man an den Plateau stößt, also sagt, oh, ich kann mich jetzt ganz schwer steigern, dann kann man eine unheimlich hochvolumige Einheit machen, um quasi das System einmal ganz stark zu stören. Dann macht man mindestens 3 Tage, vielleicht auch 4 Tage Pause, was die Muskulatur, den Sehnenapparat angeht. Also wenn man zum Beispiel ein Oberkörpertraining macht, dann kann man nach wie vor eben noch spazieren gehen und so weiter. Und versucht eben, oder nicht versucht, also man rüttelt so im Grunde an dem Status quo, wenn man so will. Das heißt, man setzt einmal einen unheimlich starken Trainingsreiz, gibt sich dann eine vollständige Erholung und beginnt dann weiter mit der Steigerung. Es gibt also am empfindlichsten oder in den Bereichen, wo es halt am schwierigsten ist, diese Schockmethode einzusetzen, sind natürlich diejenigen Bereiche, die besonders sensibel oder vital sind. Also man könnte zum Beispiel auch im Bereich des psychischen Wachstums, also ganz gezielt versuchen, sich psychisch zu schocken, aber ich glaube, das ist eben klar, dass das unheimlich hohe Risiken bietet. Da würde ich diese Methode nicht unbedingt verwenden. Genauso zum Beispiel im Bereich der Mobilität. Also es würde jetzt zum Beispiel nichts bringen. Ich habe eine Geschichte gehört. Ich kann nicht sagen, ob die wahr ist oder nicht, aber gehört habe ich sie trotzdem, dass den Sumo, dass es eine Methode war, den Spagat zu lernen, den man sich eben so weit in den Spagat gebracht hat, wie man konnte. Und da hat der Meister einmal einen Sprung gemacht auf die Oberschenkel, dann ist alles auseinandergerissen und nachdem es verheilt war, war der Spagat eben da. Egal, ob die Geschichte wahr ist oder nicht, hätte ich mal vorher googeln können, ne? Habe ich aber nicht gemacht. Da ist eben klar, dass das eben nicht funktioniert. Also man darf das System nicht stören, also nicht zerstören. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Schock und und der echten Zerstörung quasi des Systems oder eines Teilsystems. Wie verwendet man das? Das ist eine Frage der Kunst, wenn man so will. Also da gibt es keine, also zumindest habe ich keine gefunden, keine gute Wissenschaft dahinter, sondern man macht das eben. Also es gibt das Prinzip auch im Leistungssport, so auf eine Woche bezogen. Das sind dann eben Stressmikrozyklen. Kann sich das so vorstellen wie so ein Trainingslager, dass man eben einmal 2 Wochen, also wirklich extrem intensiv trainiert und sehr hochvolumig, dann eine vollständige Pause macht, also sich so lange nur aktiv regeneriert, bis man eben, also bis die Ermüdung von diesem Trainingscamp dann eben abgebaut ist. Also das Prinzip, das wird regelmäßig verwandt, aber noch also im Bereich des Lebenswandels und des Lebens überhaupt ist diese Methode, die findet man nicht allzu häufig, weil diese Art von Schocks in unserer modernen Kultur als negativ betrachtet. Also wir haben also die moderne Kultur, also die moderne westliche Kultur, in der wir hier in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern eben leben, ist eine Wohlstands-Stillstandskultur. Also es darf halt nicht zu krass werden, alles soll immer in Harmonie bleiben, aber Harmonie in dem Sinne in so einer gleichmäßigen Harmonie, nicht quasi, dass der Schnitt dann irgendwie ausgeglichen ist. Es gibt Gegenbewegungen, das ist ziemlich positiv, finde ich, dass man eben sagt, ja, wir brauchen Stress, also man erkennt das halt so ein bisschen bei Bewegungen an, aber gerade so der Bereich so Kälteanpassung und so, deswegen finde ich den auch unheimlich interessant vor diesem Hintergrund, der deckt auf, dass es eigentlich also darum geht, sich zu belasten, also wirklich zu belasten. Und gerade auch so im Bereich von CrossFit und diese aufkommenden, die Mud Races, Sparta Race, ich weiß gar nicht, diese ganzen
Sachen, also Hindernisläufe, wo man irgendwie 20 Meter, 20 Kilometer läuft oder irgendwie 40 Hindernisse hat und so. Also diese großen Ereignisse, die scheinen so ein bisschen Mode zu kommen. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass das immer noch, nicht immer noch, dass es einfach in uns drin ist und dass wir das suchen, weil es uns einfach fehlt. Weil das Leben der Moderne ein ziemlich gleichförmiges Leben ist. Soweit die Erklärung zur Schockmethode. Seid vorsichtig und bis bald.